Und damit begrüße ich euch zum zweiten Zeitfahren der Tour de France 1998. Also heute gilt es, wir müssen versuchen, mit Ulle unseren Vorsprung ein bisschen auszubauen, wobei ich glaube, dass es schwierig wird, weil bei den Favoriten ist Marco Pantani auf Platz 1 und der ist jetzt nicht unbedingt als perfekter Zeitfahrer bekannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Wir schauen uns natürlich gleich mal das Profil an. Wir sehen, wir haben die Fahrer relativ gut verteilt, da können wir ein bisschen testen, wie wir die Strecke dann ganz genau angehen. Also, wir haben das gelbe Trikot übernommen. José María Jiménez auf Platz 2 mit 2 Sekunden Rückstand. Laurent Dufaux auf 3. Marco Pantani schon mit 1 Minute 50 Rückstand. Aber abschreiben sollte man ihn nicht. Gerade heute im Zeitfahren scheint er ziemlich gut zu sein. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Jan Ulrich, Tagesform sieht mir eher so nach plus minus 0 aus. Also, da bekommen wir nichts dazu. Auch wenn hier natürlich minus 5 steht. Aber man sieht die Werte ja normalerweise schon immer. Ich kann das mal zeigen. Bjarne Riis scheint einen guten Tag erwischt zu haben. Udo Bölz, naja gut, die Fitness ist halt für ein Poppes. Da kann man das immer vorher schon mal nachschauen. Gut, also plus minus null. Van Hüfte, nicht verwandt oder verschwägert mit dem guten Herrn Van Becken. Den Witz haben wir glaube ich auch schon 10-mal gemacht. Jetzt haben wir gleich als allererstes Versuchskaninchen Christian Henn. Der natürlich vom Ausdauerwert so beschissen ist, dass er wahrscheinlich hier mittendrin schieben muss. So. Keine Ahnung. Wenn wir mal so 74 fahren. Ich meine, das Ding ist ja nicht besonders lang. Aber halt relativ steil. Ich glaube, bei Christian Henn müssen wir allerdings etwas vorsichtiger sein. Ich will immer die 71. Er ist da jetzt relativ schnell an Vidal rangefahren. Am Berg wird das allerdings wahrscheinlich wieder verlieren. So, Christian Henn. Bestzeit natürlich bei der ersten Zwischenzeit. Zwar relativ deutlich. Aber das kann er so nicht durchfahren. Es gibt hinten eine Abfahrt, wie man sieht. Deswegen bin ich so ein bisschen in Vorlage gegangen, mehr oder weniger. So, zweite Zwischenzeit, immer noch Bestzeit. Ich glaube, wir können noch mal ein bisschen hochgehen. Die Abfahrt sieht relativ lang aus. Ah ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt erinnere ich mich auch wieder ans Profil. So, Christian Henn mit Bestzeit im Ziel. Das haben wir eigentlich relativ gut hinbekommen. Ah, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Okay, das ist ein schwieriges Zeitfahren, ein echt schweres Zeitfahren, das zu gewinnen. Mit Jan Ulrich ist, glaube ich, na, es ist nicht unmöglich, aber es ist, wir sind nicht Favorit. Man kann hier nämlich nirgendwo wirklich gut Zeit gut machen, um das mal ganz blöd zu formulieren. Mach gerade mal ein bisschen schneller, weil so spannend ist das Ganze dann jetzt am Anfang gerade auch nicht. Vor allem weiß ich jetzt auch ungefähr, wie ich den Wert einstellen kann. Ulle kann man natürlich noch deutlich höher einstellen als jetzt Christian Henn. Schon jetzt mal Frattini schicken wir mal vielleicht mit der 75 los. Hat auch eine ganz gute Tagesform. Dann können wir Erik Zabel auch mal mit der 75 losschicken und schauen, ob die, wie platt die dann sind. Man kann natürlich auch nicht so für jeden pauschal sagen, jo, das ist genau sein Wert, weil die Regenerationswerte natürlich auch anders sind. Aber bei Frattini sollten wir dann doch ein bisschen nach unten gehen. Bei Erik Zabel könnte es aber eigentlich schon mit der 75 klappen. Ich lasse den jetzt sterben, Erik Zabel. Auch wenn er mit der 75 nicht durchkommt, ist mir wurscht. So, momentan Thierry Laurent mit der Bestzeit vor Servais Knaven und Philippe Gaumont. Frattini ist jetzt hier gerade angekommen. Muss doch nochmal ein bisschen runtergehen, damit er die Abfahrt eben auch ganz gut mitnehmen kann. Ich glaube, bei Erik Zabel vielleicht auch angebracht. So, Frattini, ah, das scheint relativ gut aufzugehen, weil ab hier braucht man quasi keine Energie mehr. Und dann macht er hier Frattini mit 10 Sekunden Rückstand. Hat er doch noch ein bisschen was verloren hinten raus. So, der Erich ist am Start, aber ich glaube, er wird platt sein. Gleich in der Abfahrt. Jo, da ist er leider platt. Wird hinten raus nochmal mehr Zeit verlieren. Er hatte die Bestzeit. Allerdings hier bricht er komplett ein. 22 Sekunden. Totschnik können wir auch mal ein bisschen schneller stellen. Und dann fahren wir gleich mit Rolf Aldag natürlich mit. Das kann nämlich eine gute Zeit werden. Hat auch eine gute Tagesform. Generell ein sehr guter Allrounder. Rolf Aldag wirklich ein Edelhelfer, wie er im Buche steht. Auch vom Ausdauerwert her. Wer fährt denn da vor ihm? Ist das Chris Boardman? Oh je. Also am Anfang macht man, glaube ich, mehr Zeit gut, als man am Ende dann wirklich wieder verlieren kann. Deswegen sollten wir vielleicht relativ schnell reinfahren. Heppner auch schon dabei. Den müssten wir allerdings etwas niedriger stellen. So, Rolle. Zeig mal, was du kannst. Mach mal die Rolle vorwärts. 12,39 bedeutet 15 Sekunden vor Erik Zabel, Frattini, Tötschnik, Christian Henn. Also wir gehen ein bisschen zu schnell an, habe ich das Gefühl.
Unsere Fahrer sind da relativ. Ja, vielleicht sollten wir wirklich am Anfang ein bisschen langsamer machen. Würde ich vielleicht mit Udo Bölz gleich mal versuchen. Dass wir dann hier im Mittelteil vielleicht etwas schneller fahren können. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ah, der gelbe Balken. Na komm schon, Rolf. Das schaffst du noch über die Kuppe. Und jetzt. Ach, da ist er genau in dem Moment platt. Scheiße. Da kann er dann nicht mehr. Mist. Aber trotzdem reicht's für die Bestzeit. Also, mal schauen. Er hat hinten raus bestimmt noch ein bisschen was verloren, aber hat immerhin Chris Boardman hinter sich gelassen. Heppner ist jetzt gerade in der Abfahrt. Jetzt die Energie weg und im Ziel auf Platz 20. Trotzdem, damit können wir eigentlich relativ gut leben. So, der Heulot. Inigo Cuesta, Fontanelli, der fährt uns irgendwie immer über den Weg. Conti. Ja, ich mache jetzt keinen In-Conti-Witz. So, Oscar, nee, Marcos Serrano, Forconi, so einige Helfer von Marco Pantani. Natürlich hat er ein gutes Bergteam dabei. Garcia Rodriguez am Start. Dann Schäfer, auch kein schlechter Zeitfahrer. Schauen wir mal, wenn wir mit Udo Bölz vielleicht ein bisschen langsamer angehen, das Ganze, und dann im Mittelteil vielleicht etwas schneller unterwegs sind. Wir lassen mal die 70. Er hat jetzt leider die minus 1 bekommen. Trotzdem, wir gehen es mal etwas langsamer an und stellen dann im Mittelteil das Ganze schneller. Vielleicht können wir dort dann mehr Zeit gut machen, als wir hier unten dann tatsächlich gewinnen. So, leider Rolf Aldag nicht mehr vorne. Roberto Sierra und Wladislav Bobrik sind vorne. So, auf Udo. Wer fährt vor dir? David Rebellin. Gut, das ist kein guter Zeitfahrer. Den könnte man durchaus auffahren. Na, so viel bringt das jetzt auch nicht mit der 70. Im Endeffekt macht er da gar nichts gut. Ja, die Fitness ist natürlich auch miserabel bei Udo Bölz. Ausdauerwert heute auch deutlich schlechter. Da ist dann vielleicht doch ein besserer Indikator, was Bjarne Riis heute macht mit der Tagesform plus 2. Jetzt Marco Serrano vor Kurt van der Wauer im Ziel. Wauer. Chihuahua. So, ich liebe Zeitfahren. Wir werden die Top 10 natürlich gleich ein bisschen ruhiger uns anschauen. Thomas Garcia Rodriguez. Aha. Sagt mir gar nichts. So, jetzt mal einen kleinen Zwischensprint mit Udo Bölz. Mal schauen, ob das was bringt. 1,14, na super, das läuft ja richtig gut. Mal schauen, ob er da jetzt noch was gut machen kann. Ja, es ist wirklich ein schwerer Berg. Man weiß da nie so richtig, wo kann ich reinhauen, wo soll ich es lassen. Er wird jetzt hinten raus Zeit gut machen, Udo Bölz, aber das reicht nicht mehr, um da ganz nach vorne zu fahren. So, da hat er 16 Sekunden gut gemacht hinten raus. So, da haben wir Bjarne Riis, der jetzt auch langsam mal etwas schneller fahren könnte. Bin trotzdem immer noch ein Verfechter des Mittelwertes. Weil in Abfahrten verliert man eigentlich nie so wirklich viel. So, Bjarne Riis 57 Sekunden. Hinten raus macht man relativ wenig gut. So, jetzt kommen vor allem auch die Top 10 gleich ums Eck geschossen. Meier fährt vor ihm natürlich auch kein ganz schlechter. Sind auch ähnlich unterwegs gewesen, zumindest bis eben. Und da hat er jetzt auch zu viel Energie übrig, Jan Ries. Ich versuche mit Ulle mal so eine 77-78 durchzuziehen. So, Jan Ries schafft das auch ohne uns jetzt ins Ziel zu fahren. Wir fahren mal zurück und schauen uns vor allem die Top 10 an, die jetzt auch hier schon aus dem Starthäuschen rausgegangen sind. Angefangen mit Jean-Cyril Robin von US Postal, momentan 10. mit 6,38 Rückstand, guter Bergfahrer, ordentlicher Zeitfahrer. Dann Casagrande, auch ein sehr guter Allrounder. Bin ich gespannt, wo er landen wird. Laurent Jalabert, ja auch ein Top-Favorit heute. Laurent Prochard, Fernando Escartin könnte heute seine Probleme bekommen, aber sein Bergwert ist natürlich klasse. Bobby Julik, Kandidat für die Top 3. Nach wie vor auch für die Gesamtwertung. Marco Pantani, natürlich der Top-Favorit heute für den Tag. Mit 1,50 Rückstand momentan auf Ulle auf Platz 4. Dann Laurent Dufaux mit 58 Sekunden auf dem dritten Platz. Und der etwas entthronte José María Jiménez mit 2 Sekunden Rückstand. 82er Bergwert, schlechter Zeitfahrer. Trotzdem, jetzt kommt Jan Ullrich.
im gelben Trikot zum allerersten Mal. Er tritt direkt in die Pedale. Leider die Tagesform nicht so gut. Ich gebe ihm mal einen hohen Wert. Ich gebe ihm wirklich mal einen hohen Wert. Dann gehen wir jetzt mal auf Risiko und versuchen es, von vornherein das Tempo hochzuhalten. Vor allem sollten wir eigentlich hier in der Ebene, wir fahren 5 Kilometer pro Stunde schneller als Jiménez. Also, das ist schon immens und wir haben quasi Blau und Gelb schon fast auf einer Höhe. Von daher sollten wir das ganz gut durchziehen können. So, wir gehen mal zur ersten Zwischenzeit, behalten natürlich Ulle im Blick. Wir sehen Jalabert 6. mit 12 Sekunden, Casagrande 15, 13, 5 Sekunden. Aber die Abstände sind ganz, ganz gering. So, Bobby Julik 3 Sekunden hinter Eskatin. Jetzt kommt Pantani aber schon ums Eck geschossen, alter Schwede. Bestzeit für Pantani 17 Sekunden. Der hat einen guten Tag erwischt. Laurent Dufaux sehen wir, da hat schon eher Probleme. 13 Sekunden, trotzdem Platz 2. Jetzt kommt Jiménez und dahinter sehen wir aber auch schon Jan Ullrich. Ich bleibe mal auf der 78, ich bleibe mutig. 28 Sekunden, Jan Ullrich 15 Sekunden vor Pantani. Also Bestzeit für Jan Ullrich. Geht trotzdem mal ganz kurz runter, sodass der Puls unter 180 geht. Weil jetzt im zweiten Streckenabschnitt, glaube ich, wird es schwer, das Ganze weiterhin so durchzuziehen. Na, ich bleibe trotzdem auf der 78. Ich will das gewinnen. Ich will, dass wir den Vorsprung behalten. So, Fernando Eskatin ist durch bei der zweiten Zwischenzeit. Bobby Julik kommt, allerdings ist Pantani direkt am Hinterrad. Alter Schwede. Julik 16 Sekunden, Pantani mit Bestzeit 35 Sekunden vor Eskatin. Jetzt kommt Laurent Dufaux. Ulle, das sieht immer noch ordentlich aus. Das müsste er eigentlich durchziehen können. Können sogar vielleicht noch ein bisschen höher gehen. So, Dufaux mit 36 Sekunden auf Pantani. Jetzt kommt Jiménez, der hat schon 57 Sekunden Rückstand. Jetzt kommt Ullrich ums Eck. Es wird keine neue Bestzeit werden. 27 Sekunden haben wir auf Pantani verloren, aber vielleicht können wir jetzt hinten raus noch was gut machen. Hier ist so ein Streckenabschnitt, wo wir es eigentlich ganz gut nochmal schaffen könnten. Komm, Ulle, zieh's durch. Vorne Jiménez sehen wir. Jetzt der gelbe Balken darf nicht komplett verschwinden vor der Abfahrt. Das sieht eigentlich gut aus. Wir gehen nochmal ein kleines bisschen höher. So, komm, Ulle, zieh's durch. So, wir haben den gelben Balken noch. Dufaux vorne. Mal schauen, wo er reinkommt. Pantani hat im Ziel 44 Sekunden vor Dufaux, hat einen sensationellen Tag erwischt. Da verlieren wir definitiv was auf Marco Pantani. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen können, ihn nochmal zu schlagen. Und im Ziel sind wir mit 26 Sekunden Zweiter hinter Pantani. Aber ich glaube, dass das trotzdem ganz gut war. Mehr war einfach nicht drin. Pantani, heute zählt der Bergwert. Das sieht man daran, dass Eskatin einfach auf Platz 4 gefahren ist. Der hat einen Zeitfahrwert von 68. Also der Zeitfahrwert zählt hier gar nichts, was ich, wie gesagt, auch nach wie vor ein bisschen blöd finde im Spiel. Aber das war spannend. Also gerade jetzt mit Ulle unterwegs war sehr spannend. 27 Sekunden verloren auf Pantani. Damit haben wir jetzt 49 Sekunden vor Jiménez. 1 Minute 16 auf Dufaux. Pantani auf dem vierten Platz mit 1,23 Rückstand und wie schon die letzten Etappen immer angekündigt. Zwischen uns Vieren wird es quasi ausgemacht. Aber wir sind in Gelb unterwegs. Das steht Ulle auch extrem gut. Es kleidet ihn ungemein. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das noch geschafft haben. Von dem achten Platz mit 3 Minuten Rückstand haben wir uns nochmal nach vorne gearbeitet. Bergwertung. Ja, weiß gar nicht, ob es da heute Punkte gab. Auf jeden Fall sind wir im grünen Trikot jetzt fast gleich auf mit Erich Zabel. Nachwuchsfahrerwertung haben wir natürlich im Sack. Teamwertung. Ja, die haben wir definitiv nicht im Sack. Wir haben eine Stunde 42 Rückstand, aber ich denke mal, wir können ganz gut damit leben. 27 Sekunden auf Pantani. Wir haben uns die Kräfte ordentlich eingeteilt. Jetzt geht es dann in die nächsten Etappen. Jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal eine Bergankunft von Mont-Melion nach Saint-Gervais-Mont-Blanc. Da müssen wir versuchen, dran zu bleiben, unser gelbes Trikot zu verteidigen. Das erste Mal, dass wir auf einer normalen Etappe das gelbe Trikot tragen, bedeutet für uns natürlich defensiv fahren, ganz ruhig fahren, Attacken mitgehen, soweit wir es können, aber an sich nicht selbst agieren. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es in die entscheidende Phase. Wir werden auf jeden Fall noch zwei Bergetappen haben, eine Bergankunft. Einmal geht es dann noch leicht bergab auf der 20. Etappe. Schauen uns das gerade nochmal das Profil an. Da sieht man es, Ohrkategorie. Danach gibt es noch eine Abfahrt. Bin gespannt, wie es ausgeht. Können wir es mit Ulle gewinnen oder nicht? Die Spannung ist auf jeden Fall da. Vier Fahrer noch innerhalb von einer Minute 30, 40. Es bleibt spannend. Also, bis dann.